Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir machen weiter hier bei MXGP. Wollen noch mal ganz kurz auf den Punktestand schauen. Also Bayer MX1 ist der Cairoli ganz weit vorne. Bayer MX2 haben wir einen sehr großen Vorsprung. Und wir wollen auch direkt weitermachen mit dem nächsten Rennwochenende in Schweden. Uddevalla heißt der Ort. Und auch hier gucke ich gerade nochmal auf die Optionen. Also 5 Runden, komplettes Wochenende, Schwierigkeitsgrad realistisch. Und dann wollen wir mal loslegen und gucken, was wir hier so reißen können. Ja, Untergrund ist Sand. Es gibt einige Sprünge, jetzt nicht ganz so extrem wie bei den letzten Bahnen, die wir hatten. Aber es wird trotzdem mit Sicherheit sehr spaßig werden. So, Cairoli hat insgesamt schon 7 Weltmeistertitel gewonnen, deswegen ist er mit Sicherheit auch hier der Top-Favorit auf bei den MX1-Rändern. Und hier gibt es dann so ein paar Fakten über den Sport. Und dann wollen wir mal loslegen. Ja, Training brauchen wir nicht unbedingt machen, wir gehen direkt zum Qualifying vorbei. Ach komm, lass uns hier kurz eine Runde drehen. Das gibt ja auch immer so ein paar Punkte noch, die wir hier dann kriegen. Und so können wir dann die Strecke noch mal ein bisschen kennenlernen. So. Also, man muss sich dann immer so ein bisschen merken, bei welchen Sprüngen darf man ein bisschen weiter, bei welchen nicht so weit. Der hier war zumindest schon mal sehr, sehr weit. So, hier sieht es sehr geradeaus aus. Da kann man dann sicherlich dann auch ein bisschen weiter springen, aber das geben die Sprünge nicht her, zumindest nicht mit dem Tempo, welches wir jetzt hier hatten. Ja, was, also ihr habt ja mit Sicherheit auch schon, teils wartet ihr mit Sicherheit noch das Gewinnspiel ab, teils habt ihr das Spiel mit Sicherheit auch schon gekauft. Was haltet ihr eigentlich vom Spiel? Vielleicht könnt ihr mir da einfach mal in die Kommentare einfach mal so reinschreiben. Wie findet ihr das Spiel? Was habt ihr irgendwie an Wünsche noch, was die Entwickler beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besser machen können? Und das wäre nämlich ganz interessant. Vielleicht haben wir ja die gleiche Meinung hier vom Spiel. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare reinschreiben und dann können wir da ein bisschen drüber diskutieren. Wenn man hier erstmal so ein bisschen nach außen kommt, dann landet man direkt im Schmutz. Das ist dann so ein bisschen blöd. Oh, aufpassen. Ja, die Runde war jetzt nicht optimal. Das war jetzt sowieso, ach du je, nur zum Kennenlernen von der Strecke. So, hier ist übrigens Startziel. Und dann können wir hier nochmal eine Runde probieren, wo wir jetzt so ein bisschen Streckenkenntnis haben. So, hier muss man aufpassen. Da muss man wirklich sehr viel aufpassen. Auch hier, da sind dann zwei Stellen, wo man wirklich nur mit wenig Tempo ankommen darf. 0,8 Zehntel haben wir Rückstand. Das ist noch okay. Ich meine, wir müssen hier auch nicht Erster werden. Das ist ja nur Training. Selbst beim Qualifying wäre es jetzt nicht so wichtig. Auch wenn es zwei Rennen sind, die man hier macht. Der Vorsprung ist leicht größer geworden, aber noch sind wir ganz gut im Rennen.
aufpassen. Und hier geht es schon durchs Ziel und 1,1 Sekunden Rückstand, das ist der sechste Platz. Also das ist alles sehr, sehr eng beieinander hier. Wir gehen mal in die Box zurück. Wir können die Zeit jetzt auch ein bisschen spulen oder wir können auch direkt rüberspringen zum Qualifying. Das Ergebnis bekommen wir hier eingeblendet. Und es ist der achte Platz, also 1,6 Sekunden hinter dem führenden Hörlings. Aber unsere Sternstunden sind sowieso ja immer im Rennen. Also da tun wir uns doch deutlich besser als jetzt im Training oder auch im Qualifying. Ja, das Qualifying, das wollen wir jetzt natürlich auch noch mitnehmen. Die beiden Rennen machen wir dann in den nächsten beiden Folgen. So, hier sehen wir den Startbereich. Da muss ich nochmal gucken, wie geht das denn überhaupt? Fährt man dann besser links oder rechts? Da muss ich... Ich werde da eben nochmal ganz kurz hinspringen oder hinfahren langsam zu diesem Startbereich. Ich will jetzt hier gar nicht großartig jetzt eine gute Zeit fahren. Wir fahren sowieso gleich nochmal von vorne los. Ich will mal nur mal wissen, wo dieser Startbereich ist. Ich glaube, ist das hier? Ja, also da ist der Startbereich. Und dann gibt es eine Linkskurve. Also am geschicktesten wäre es, wenn man sich dann ganz links positioniert. Jetzt wissen wir auch, wo es hingeht. So, dann können wir auch eben nochmal ganz kurz auf die Ziele gucken. Unser Gegner ist hier Boutron. 40 Punkte sollen es werden. Also da muss man wirklich schon zumindest einmal Erster werden. Oder Dritter geht auch. Aber dann hat man halt direkt die 40 Punkte. Also wenn man hier wirklich einen Sieg holt, dann schaut es wirklich gut aus. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier im Qualifying nochmal eine gute Zeit hinlegen. So, bis hierhin ist das schon mal gar nicht schlecht gewesen, was wir hier gezeigt haben. Ah, das war jetzt bescheuert. Ja, das hat jetzt massig Zeit gekostet. Schade. Haben wir den Kollegen wieder geholt hier. 1,2 Sekunden bisher Rückstand noch. Aber man muss sagen, dass da mit Sicherheit sowieso noch bessere Zeiten kommen. Ah, das ist gefährlich. Da muss man sich dann entscheiden, ob links oder rechts. So, versuchen wir nochmal eine zweite Runde. Oh je. Wo wir dann hoffentlich ein bisschen sicherer fahren. Ja, das hier ist immer ein Problem. Das hat jetzt an sich auch schon wieder Zeit gekostet. Ah, da hat der Scrub doch gerade noch hingehauen. Das hätte uns aber fast den Sturz gebracht. Und hier ist er. Also da waren jetzt zu viele Fehler in dieser Runde, da würde ich sagen, probieren wir es nochmal von vorne. Wir haben ja auch noch 26 Minuten, also dass wir hier zumindest eine fehlerfreie Runde hinlegen. Die muss jetzt nicht die Pole sein, aber irgendwie ein bisschen besser noch. Aye, das geht natürlich auch gar nicht, also... Wenn man so einen Scrub gemacht hat, das Problem ist dann, was man hat, dass man dann einfach
zu tief mit der Nase nach vorne kommt. Und das kriegt man dann nicht mehr korrigiert in der kurzen Zeit. Hier war es auch schon wieder sehr grenzwertig. Oje, nicht schon wieder diese Stelle hier. Den Fehler machen wir gerne mal. Ah, da waren wir jetzt ein bisschen zu weit in und dann gibt es den Sturz hier außen. Mensch, gibt's ja gar nicht. Ah, wo wollte ich denn da hin? Alter, das gibt's ja gar nicht. Also das im Training war ja noch okay. Aber jetzt haben wir wirklich hier und da wirklich Fehler. Jetzt versuche ich es dann aber nochmal, dass wir hier nochmal wenigstens eine vernünftige Runde hinkriegen. So, ich lasse da mal so ein bisschen Abstand zu dem Typen. So, auf geht's. Ah, der fährt sowieso in die Box. Ach, komm schon. Und jetzt kommen wir hier nach außen. Aber ich glaube, das hat jetzt gar nicht mal so viel Zeit gekostet, weil wir relativ gut wieder auf die schnell und ein bisschen nach vorne auf die Strecke gesetzt worden sind. Wir können ja nochmal abwarten, bis wir hier die nächste Zwischenzeit haben. Na, drei Sekunden. Na, das geht natürlich gar nicht. Eine Sekunde wirklich aufgeholt? Mensch, das ist ja gut. So, hier muss man wirklich hardcore bremsen, also sonst gibt das Probleme. So, das sind jetzt 2,4 Sekunden Rückstand. Ich versuche hier einfach nochmal, wenn wir hier fehlerfrei bleiben, okay, dann lassen wir das auch erstmal so. Ansonsten fahren wir hier einfach mal weiter. Vielleicht kriegen wir es noch hin, ohne dass wir hier Fehler machen. Ich meine, wir müssen die Strecke ja auch ein bisschen kennenlernen, gerade fürs Rendern. Sekunden Rückstand. Das ist noch okay. So, leichter Vorsprung, also wieder über eine Sekunde aufgeholt hier in diesem zweiten Streckenbereich. So wie auch beim letzten Mal. Jetzt werden wir wahrscheinlich am Ende wieder ein bisschen verlieren. Aber das könnte dann trotzdem unter Umständen noch gut sein. Ja, die Kurve haben wir gut genommen. Jetzt noch die letzte Kurve.
Ja, es sieht gut aus. Und das ist die Führung. Eine Sekunde Führung. Und da können wir direkt mal in die Box springen. Haben wir auch noch nicht gemacht, soweit. Ja, dann kommen wir hier einfach rein. Ist ja auch cool gemacht. Okay, Leute, ich glaube, das können wir dabei lassen, ne? Wir gucken eben nochmal ganz kurz. Wo können wir es denn ein bisschen vorspulen noch? So, hier können wir ein bisschen spulen und wir sehen, da tut sich oben nur noch geringfügig etwas. Ja, das sollte sicher sein, Leute. Denn machen wir es so, dass wir hier eine kurze Pause machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Wie immer sehr gerne einen Daumen hoch. Wir sehen uns in der nächsten Folge zum ersten Rennen. Und ja, wäre schön, wenn ihr dann dabei seid, Leute. Macht's gut. Bis dann.